Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich einen wunderbaren Gast an meiner Seite. Es ist jetzt kurz vor 8 und wir sind endlich fertig mit unserer Arbeit. Wir haben nämlich einen Videokurs aufgenommen. Die liebe Irmgard hat heute den ganzen Tag bei mir verbracht und wir haben 15 Videos aufgenommen zu einem Kurs mit dem Thema holistische Zahnheilkunde. Also, wir möchten euch mit diesem Kurs einfach zeigen, was steckt hinter der holistischen Zahnheilkunde und was ihr machen könnt, um praktisch hinter eure Problematik zu schauen und wie ihr eure Problematik auflösen könnt. Mhm. Liebe Irmgard, stell dich doch vielleicht noch mal vor, für alle die, die dich noch nicht kennen. Ja, ich glaube, ihr schaut ziemlich fit noch aus hier vor der Kamera. Das ist seit heute Morgen 9 Uhr sind wir hier wirklich zu Gange am Drehen. Genau. Mit einer kurzen Mittagspause, wo wir lecker geschlemmt haben in B-Way. Und wer bin ich? wer bin ich? Das ist immer so eine Sache, sich selbst vorzustellen. Okay, mein Name ist Irmgard Bronder, Mental- und Bewusstseinstrainerin, Lebensfreude-Coach. Und habe die liebe Karin kennengelernt, vor etwa 2 Jahren ist das jetzt her, ne? In Berlin. Und dann sind wir uns später begegnet und ich fand das Thema Zahnheilkunde, holistische Zahnheilkunde wirklich so, so spannend und fand auch, dass es eine Information, vor allem ein Kurs in der Richtung am Markt noch nicht gibt und deshalb bin ich so, so happy, dass ich die Karin für diesen Online-Videokurs hier gewinnen konnte. Und ich bin auch mega erstaunt, wie viele Informationen wir da heute zusammengetragen haben, was die Karin überhaupt da sich an Wissen angeeignet hat und geforscht hat und Informationen zusammengetragen hat. Und wo wir das ganze Thema jetzt einfach so mal holistisch betrachten und zu dem Holistischen darfst du jetzt gleich nochmal was sagen. Und ja, bevor ich an dich abgebe, nochmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass wir diesen Kurs auf die Beine stellen. Jetzt geht es an die Nacharbeit und dann werden wir dann so bald wie möglich an den Start. Ja, wir werden euch natürlich informieren, wenn es den Kurs dann zu erwerben gibt. Es ist ein richtig großer Kurs geworden mit wirklich ganz vielen Sequenzen und Basisinformationen für euch, damit ihr beginnen könnt, einfach mal zu entschlüsseln, was hinter euren Zahnproblemen steckt. Also es geht ja immer darum zu gucken, was ist eigentlich hinter diesem Zeichen Karies oder Parodontitis oder Kiefergelenksbeschwerden, was steckt da eigentlich dahinter? Und dieses Zeichen zu entschlüsseln, um es dann auflösen zu können. Denn wenn es aufgelöst ist, dann muss es nicht mehr als Zeichen kommen. Ja? Also das ist für mich Heilung. Für mich ist Heilung nicht Reparatur und erstmal Oberflächliches wieder in Ordnung bringen, sondern Heilung heißt wirklich, es ist erledigt, es ist aufgelöst, es kann gehen. Und bei der holistischen Betrachtung gehen wir noch ein Stückchen tiefer als in der ganzheitlichen Betrachtung. Wir gehen wirklich auf die körperliche, seelische und geistige Ebene und die Zusammenhänge zwischen Energien. Und ich glaube, Irmgard war ganz überrascht, dass es eben auch da Lösungsansätze gibt, die sie überhaupt nicht in Verbindung mit Zähnen gebracht hätte. Genau. Also was haben wir alles gemacht hier? Wir haben die Turnhosen angezogen. Genau. Aber der Zusammenhang, bevor wir was von den Turnhosen noch erzählen, der Zusammenhang einfach, dass der Speichel etwas mit unserer Darmgesundheit auch zu tun hat, da war ich völlig erstaunt. Ja. Also das war total neu für mich. Ja, ne? Genau. Ja, und dann sind wir nicht nur hier vor der Kamera gestanden und haben geredet, sondern es ging auch in die Praxis. Ja, es gab Yoga-Übungen für die Zähne. Genau. Bei einer Yoga-Übung habe ich ganz arg geschnauft und habe gedacht, oh, wäre ich doch jetzt nur nicht mehr im Bild. Aber ich konnte mich ja nicht unsichtbar machen. Also da gibt es auch ein Thema, mit dem ich mich jetzt in der Zukunft beschäftigen darf noch. Ja. Ganz arg. Welches Thema war es nochmal? Die Übung weiß ich noch, das aber war das Thema. Milzpankreas. Milzpankreas. Ja. Genau. Also da war ich völlig erstaunt, völlig ungelenkig davor. Also ja, gut, aber ich stehe dazu, die Sequenz wird mit veröffentlicht. Ja, genau. Dann haben wir eine ganz tolle Zahnpasta, hast du gemacht. Genau.
die ich dann noch aufgenommen habe. Ja. Es ging um EFT, Klopftechniken. Es ging ganz auch spannend um Wildkräuter, die zu bestimmten Zahnproblemen passen. Also wie wir die Meridiane stärken können bestimmter Zähne durch Wildkräuter. Es ging um ätherische Öle, wie wir eben Zähne stärken können über die ätherischen Öle, aber nicht nur auf der körperlichen Ebene, indem wir die ätherischen Öle in die Zahnpflegemittel hineingeben, was viele schon kennen, sondern indem wir eben dahinterliegende Emotionen auf Seelenebene lösen können. Also es gibt wirklich ganz, ganz viel Spannendes für euch, was ihr vielleicht noch gar nicht in Zusammenhang bringt mit Zahnthemen. Mhm. Also wie gesagt, es wird wirklich ja, ein spannender Kurs für alle die, die sich ja, auf den Weg machen wollen, selbstverantwortlich die Zahngesundheit in die eigenen Hände zu nehmen. Also das ist die Grundvoraussetzung für diesen Kurs. Mhm. Ätherische Öle spielen eine Rolle, ne? Ja. Magst du da noch so ganz kurz was zu sagen? Das hat mich auch so total erstaunt. Ich fühle mich schon seit einer Weile ein bisschen zu ätherischen Ölen hingezogen. Bin auch der Auffassung, ich habe jetzt so seit 2 Jahren, so zum Jahreswechsel, ein ganz besonderes Öl, Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Es waren 2 verschiedene, wo ich glaube, dass die mich ganz, ganz arg in meiner eigenen Entwicklung auch unterstützt haben. Und deshalb war ich so erstaunt, dass du auch mit ätherischen Ölen arbeitest. Und auf welche Ebene die da auf uns wirken, das kannst du jetzt aber besser noch ganz kurz formulieren als ich. Also die ätherischen Öle, die, wenn wir die inhalieren, kommen praktisch, also als erstes müssen wir erstmal sagen, was sind ätherische Öle? Ätherische Öle sind im Grunde die Seelenessenz der Pflanze. Und die Moleküle, die nehmen wir sozusagen über unser Riechorgan auf und sie kommen dann im Riechzentrum an, im Gehirn. Und das Riechzentrum ist direkt benachbart dem limbischen System. Das ist ein ganz alter Bereich unseres Gehirns. Und dieser Bereich ist für die Emotionen, für die Verarbeitung von Emotionen zuständig. Und über diese räumliche Nähe von Riechzentrum und limbischem System können eben ätherische Öle ganz ja, verkrustete alte Emotionen, die wir wirklich ja, weggedrückt haben, aus traumatischen Erlebnissen zum Beispiel, aus der Vergangenheit, die können wir über diese Therapie mit ätherischen Ölen auflösen. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit und ich habe mir die Mühe gemacht, vor einigen Monaten mal kinesiologisch auszutesten, welche ätherischen Öle zu welchen Zahnfächern und deren Emotionen und Meridianen gehören und da habe ich eben in dem Kurs auch verraten, welches Öl sozusagen zu welchem Zahnfach gehört und das könnt ihr euch dann einfach besorgen. Habt ihr eine Karies, eine Parodontitis, einen Zahnschmerz an einem bestimmten Zahn, besorgt euch das Öl, atmet es ein, inhaliert es und ihr werdet sehen, dass ihr auf seelischer Ebene, das ist ein Teil der holistischen Betrachtung, eben auch ganz viel auf den Weg bringen könnt. Und Karin ist auch auf jeden einzelnen Zahn wirklich eingegangen, also Oberkiefer, Unterkiefer, jetzt nicht nur pauschal hier Zähne überhaupt, sondern wirklich jeden einzelnen Zahn, sodass man da wirklich so richtig on top sich was rausnehmen kann, genau. Und die eigenen Themen da anschauen kann, wirklich holistisch auf einer mentalen Ebene da was tun kann. Was für mich eben ein wichtiges Thema ist, das war jetzt für dich, glaube ich, nicht so interessant, aber ich sehe es halt in meinen Beratungen sehr häufig, das Thema Kiefergelenksbeschwerden, Kopfschmerzen, Nackenverspannungen, Knirschen, Pressen, das ist ein Thema, was viele, viele Menschen betrifft und da habe ich eben auch das jetzt holistisch erklärt, die Zusammenhänge, die dahinter stecken und eben auch Lösungsmöglichkeiten an die Hand gegeben, also das ist auch extrem spannend für all diejenigen, die eben da ein Problem haben. Wir haben Ohrmassagen gemacht. Genau. Ne? Ganz toll. Genau. Ja, also es hat viel Freude gemacht. Ja. Wir waren mit viel Spaß dabei. Genau. Und ja, ich kann es jetzt kaum erwarten, dass wir das Ganze an den Start bringen. Jetzt geht es an die Bearbeitung und einige Handouts müssen wir noch erstellen, ne, was wir dann auch noch in den Kurs reinpacken, damit man auch noch ein bisschen was zum Lesen hat und so weiter. Ja. Okay, dann schaue ich jetzt mal, dass ich zurück ins Saarland komme. Und ja, wir schicken euch eine herzliche Umarmung.
Wollen wir denn unten drunter schon die Möglichkeit geben, für diejenigen, die sich vielleicht schon für den Kurs interessieren, dass die schon mal vorab sich anmelden können, dass wir da, ja, dass wir die informieren, wenn der Kurs an den Start geht. Das machen wir das doch, machen ne? Wir. Genau. Ja, in die Infobox geben wir einen Link. Geben wir einen Link, wo ihr euch schon mal eintragen könnt, wenn euch der Kurs interessiert, damit ihr auch mit die ersten seid, die dann informiert werdet, wenn er am Start ist. Genau. Gibt es vielleicht auch noch Sonderkonditionen, ne? Schauen wir mal. Das gibt es ganz sicher. Okay, cool. Wir schicken euch eine herzliche Umarmung. Danke für euer Interesse. Tschüss. Ciao.